Als nächstes möchte ich beim Thema Sorten eine Produkteliste. Ich kopiere diese Folie hier, Ctrl-C, Ctrl-V, lösche hier wiederum das Bild, das brauche ich ja nicht mehr, auch dieses Element hier brauche ich nicht. Wenn ich jetzt bei den Sorten bin, muss natürlich sortenweiß sein und der Standort soll grau werden. Ich stelle wieder den Cursor in einen grauen Text, Formatpinsel und übertrage das Graue auf den Standort. Also Thema Sorten. Was füge ich hier ein? PowerPoint hat hier etwas Nettes bereit. Und zwar unter Einfügen Smart Art. Also nette Kunst. Das füge ich doch einmal ein. Hier bei Smart Art gibt es Listen. Das wäre ja gerade eine Produkteliste. Prozesse. Ein Zyklus geht rundherum, eine Hierarchie, das machen wir bei der nächsten Folie. Ich möchte tatsächlich eine Liste. Und zwar scrolle ich hier ein bisschen nach unten. Ich hätte gerne diese Liste hier, die hat nämlich ein Bild und Text. Okay, ich wähle das aus. Okay. Und da ist mein Smart Art bereits. Jetzt stelle ich das ein bisschen weiter nach unten, zupfe es noch in die Breite, es hat hier noch Platz und ich habe 4 Produkte. Wie kriege ich hier ein Produkt dazu? Solange Sie beim Smart Art sind, haben Sie hier oben eine zusätzliche Werkzeugleiste, hier bei Entwurf und Format, und gerade beim Entwurf hat es hier ein Werkzeug Form hinzufügen. Ich klicke hier drauf und siehe da, es hat sofort eine weitere Form erstellt. Leider fehlt hier der Textplatzhalter. Sorgen Sie sich nicht darum, Sie können trotzdem texten. Also, jetzt füge ich hier ein Bild ein. Hier ist ein Bildplatzhalter. Also ich kann einfach hier draufklicken, klick darauf und jetzt fragt mich PowerPoint, wo ist denn dieses Bild? Ich sage, ja, ich habe das in einer Datei bei mir auf dem PC. Ich klicke hier drauf. Siehe da, ich nehme das erste Orangengesicht hier. Okay. Und Sie sehen, die Größe wurde sofort und automatisch angepasst. Ich klicke auf den nächsten Bildplatzhalter, wieder aus Datei. Ich nehme das nächste Bild, die nächste Sorte und die dritte Sorte. Das ist das hier. Einfügen und noch die letzte Sorte. Hier einfügen. So. Machen Sie das genauso, denn jetzt ist das Ganze immer noch ein Smart Art und Sie können das als Ganzes herumtragen. Ich zeige mal, was häufig falsch gemacht wird. Wenn Sie hier irgendwo und einfach so sagen, ich füge ein Bild ein unter Einfügen Bild, ich gehe wieder zur ersten Orange, einfügen, dann kommt dieses Bild riesig. Man könnte das zwar verkleinern und man könnte das auch irgendwie hier dazustellen, aber das hat dann nichts mit dem Smart Art zu tun, denn wenn ich das Smart Art herumtrage, bleibt dann meine Orange hier irgendwie liegen. Also dann gehört es nicht zum Smart Art, ist viel aufwendiger und unpraktisch. Also klick auf dieses Bild und tschüss. Jetzt kommt noch der Text. Ich beschreibe hier all diese Orangensorten und fahre nachher weiter. Hier sind die Namen. Und beim letzten, da fehlte ja der Textplatzhalter. Klicken Sie einfach auf dieses Element und schreiben Sie. Nun checken wir kurz, was wir da noch machen können. Ich checke, dass ich sicher diese Smart Art markiert habe. Gehe zu Entwurf und schaue mal nach. Eine Form dazugefügt haben wir bereits. Dann, was hier noch praktisch ist, nach oben oder höher stufen. Was ist das? Zum Beispiel, wenn ich Valencia nach oben verschieben möchte, dann klicke ich nur auf Valencia und sage hier nach oben. Und jetzt
hat Valencia den Platz mit Blond getauscht. Also so könnte ich noch sortieren. Dann hat es hier verschiedene Layouts. Ich schaue mir die mal an. Es sind nicht alle brauchbar und Sie sehen auch, bei einigen verschwinden plötzlich die Bilder und wenn ich hier auf diesen schwarzen Pfeil drücke, hat es noch viel mehr Angebote, aber meine Bilder, die sind weg. Mal sehen, ob da noch irgendwas brauchbar ist. Ja, nicht wirklich. Also, ich lasse das mal so, wie ich es vorhin hatte. Dann gehe ich hier zu den Farben. Da hat es bereits eine Auswahl. Ich könnte das hier mehrfarbig machen oder so. Wählen Sie etwas aus. Bei Orangen würde vielleicht sogar Orange passen. Oder Blau, die gegenteilige Farbe. Wählen Sie was aus. Dann gehen wir hier noch zu den Smart Art Format Vorlagen. Fliegen Sie über diese Vorlagen und wählen Sie etwas aus, das Ihnen gefällt. Hier hat es auch noch einen schwarzen Pfeil. Da ging es also noch weiter mit unglaublichen Ansichten. Prüfen Sie das gut und bleiben Sie am Schluss irgendwie einfach in der Gestaltung, denn allzu wilde Geschichten sind eher anstrengend. Ich klicke auf das hier. Hier hinten hat es noch Grafik zurücksetzen. Ich probiere das mal aus. Also, dann könnte man da wieder etwas anderes auswählen. Ich lasse das einmal so. Ich gehe noch weiter zu Format. Was könnte man bei Format noch? Man könnte hier einzelne Formen noch füllen mit einzelnen Fülleffekten und so weiter. Lasse ich aber alles weg. Was ich aber auch noch machen könnte, ich könnte ein Element packen und zum Beispiel einfach zur Seite schieben. Braucht es das? Tja, vielleicht auch nicht. Das war's.